Willkommen zurück zur Videoreihe Strecke, Strahl und Gerade. Ich bin Melanie und werde dich in diesem Video begleiten. Heute lernst du eine Strecke, einen Strahl und eine Gerade selbst zu zeichnen sowie korrekt zu beschriften. Dafür solltest du mit dem Geodreieck arbeiten können und die Definition von Strecke, Strahl und Gerade wissen. Wenn du dir bei der Definition von Strecke, Strahl und Gerade noch unsicher bist, schaue dir am besten das vorherige Video in dieser Videoreihe an. Dort erkläre ich es dir. Richte dir für dieses Video bitte einen Zettel, einen gespitzten Bleistift, ein Geodreieck und einen Zirkel. Pausiere dazu das Video. Dann legen wir los. Erinnerst du dich noch an die drei Begriffe Strecke, Strahl und Gerade? Hier siehst du drei Beispiele. Ich zeige dir jetzt, wie du eine Strecke, einen Strahl und eine Gerade selbst zeichnest und beschriftest. Beginnen wir mit der Gerade. Die Aufgabe lautet wie folgt: Zeichne eine beliebige Gerade G. Dazu nehmen wir unser Geodreieck und zeichnen eine beliebige Gerade. Diese beschriften wir mit dem Kleinbuchstaben G. Da die Gerade weder einen Anfangspunkt noch einen Endpunkt hat, war es das auch schon. Fertig ist unsere Gerade. Als nächstes zeige ich dir, wie du eine Gerade durch einen bestimmten Punkt bzw. durch mehrere Punkte zeichnen kannst. Dazu habe ich folgende Aufgabe vorbereitet. Zeichne eine Gerade G durch den gegebenen Punkt P und eine weitere Gerade H durch die zwei Punkte S und T. Wir nehmen unser Geodreieck und legen es beim Punkt P an. Dann zeichnen wir eine Gerade, die genau durch den Punkt P geht und beschriften diese mit dem Kleinbuchstaben G. Anschließend legen wir das Geodreieck so an, dass die Zeichenkante des Geodreiecks genau auf den beiden Punkten S und T liegt. Dann zeichnen wir eine Gerade durch die beiden Punkte und beschriften diese mit H. Achte bei der Selbstkontrolle darauf, dass du auch wirklich die Punkte genau getroffen hast. Fertig sind unsere zwei Geraden. Super! Machen wir nun mit dem Strahl weiter. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Diese lautet: Zeichne einen Punkt A. Von diesem Punkt A soll ein beliebiger Strahl S gezeichnet werden. Wir beginnen mit dem Anfangspunkt A, welchen wir mit einem kleinen x kennzeichnen. Dann nehmen wir unser Geodreieck und legen den Nullpunkt bei unserem Anfangspunkt A an. Von diesem Punkt aus zeichnen wir nun unseren Strahl und beschriften diesen mit dem kleinen Buchstaben S. Fertig ist der Strahl. Das ging ja schnell. Jetzt fehlt uns nur noch die Strecke. Man kann eine Strecke mit einem Geodreieck zeichnen oder mit einem Zirkel konstruieren. Ich zeige dir natürlich beide Möglichkeiten. Zuerst zeige ich dir, wie man eine Strecke mit dem Geodreieck zeichnet. Dazu habe ich folgende Aufgabe. Zeichne eine Strecke A mit dem Anfangspunkt A und dem Endpunkt B. Die Länge der Strecke soll 5 cm sein. Im ersten Schritt zeichnen wir eine beliebige Gerade. Dann markieren wir den Anfangspunkt A mit einem kleinen Strich. Im nächsten Schritt nehmen wir unser Geodreieck und legen den Nullpunkt beim Punkt A an. Vom Punkt A weg messen wir 5 cm und markieren dort den Punkt B, wieder mit einem kleinen Strich. Wir beschriften die Strecke mit dem Kleinbuchstaben A. Fertig ist unsere Strecke. Für die Länge der Strecke A schreiben wir A ist gleich AB' ist gleich 5 cm. Nun zeige ich dir die zweite Möglichkeit, nämlich die Konstruktion einer Strecke mit dem Zirkel. Dieser dient dazu, die genaue Länge der Strecke auf unserem Strahl zu kennzeichnen. Schauen wir uns die gleiche Aufgabe nochmal an. Diesmal beginnen wir mit dem Anfangspunkt A
welche wir mit einem kleinen x markieren. Dann nehmen wir unser Geodreieck und legen den Nullpunkt beim Punkt A an. Vom Punkt A weg zeichnen wir einen beliebig langen Strahl. Nun brauchen wir den Zirkel. Wir nehmen den Zirkel beim Griff und stechen mit der Einstichspitze beim Nullpunkt auf unserem Geodreieck ein. Dann drehen wir das Verstellrad so lange, bis wir 5 cm erreicht haben. Im letzten Schritt stechen wir mit dem Zirkel beim Punkt A ein und schlagen auf unserem Strahl die Länge 5 ab. Wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Endpunkt B wieder mit einem kleinen Strich kennzeichnen und die Strecke mit dem Kleinbuchstaben A beschriften. Fertig ist unsere Strecke. Hier siehst du nochmal die Schreibweise für die Länge der Strecke A. Jetzt bist du dran. Ich habe drei Aufgaben für dich. Bei der ersten Aufgabe sollst du eine Strecke C mit dem Anfangspunkt C und dem Endpunkt D mit der Länge 5,5 cm zeichnen und richtig beschriften. Bei der zweiten Aufgabe sollst du einen Strahl E vom Anfangspunkt E zeichnen und beschriften. Bei der dritten Aufgabe sollst du eine Gerade F durch zwei beliebige Punkte F und G zeichnen. Pausiere das Video, bis du fertig bist. Hier kannst du deine Lösungen vergleichen. Wie ist es dir bei den Aufgaben gegangen? Falls du dir noch wo unsicher bist, schau dir das Video am besten nochmal an. Dann klappt es bestimmt. Im nächsten Video lernst du, Strecke, Strahl und Gerade anhand von Beispielen zu unterscheiden. Bis bald!